Ich habe ihn kennengelernt schon mit dieser wunderbaren Geste, dass er mit seiner Stiftung, mit seiner Sammlung nach Berlin kommen wollte. Ich kannte den Fotografen natürlich längst und die persönliche Begegnung war mir dann erst möglich, als er in Berlin war und wir tatsächlich den Vertrag unterzeichnet haben, dass die Sammlung nach Berlin kommen kann, was natürlich ein inneres Fest war. Also für die Politik war ganz bestimmt die Rückkehr eines Vertriebenen ein ganz, ganz wichtiger, auch emotionaler Punkt. Das ist so ein Glücksgefühl, wie es zum Beispiel auch bei Berggruen war. Also Menschen, denen alle im Ausland abraten, wieso lässt du dich jetzt wieder auf Deutschland ein, die dann doch sagen, das war mein Ausgangspunkt, ich will da auch wieder zurück, ich will da im Falle Newton auch beerdigt sein. Das war auch sein Wunsch. Für mich persönlich, ehrlich gesagt, spielte dann doch mindestens oder vielleicht sogar ein bisschen mehr noch mit, dass wir mit dem Beginn, mit der Schenkung dieser Sammlung und mit der Stiftung, mit der Newton-Stiftung Foundation, dass wir damit den Grundstein gelegt haben, für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz eben auch ein Museum der Fotografie zu haben. Und Fotografie, ein ganz spezielles Museum des Sehens, denn Fotografie schwankt ja immer zwischen Dokumentation und Kunstwerk. Das ging sehr schnell, aber das lag, glaube ich, an der Teamposition, die damals herrschte. Also Lehmann als Präsident der Stiftung, Peter Klaus Schuster als Generaldirektor, ist sowieso massiv an der Kunst interessiert, neben der politischen Arbeit. Und Gerhard Schröder, der das ebenfalls sehr befürwortete. Und natürlich auch Klaus Wowereit, also der regierende Bürgermeister von Berlin, der sofort auch bereit war, dieses Haus zur Verfügung zu stellen. Das, was Helmut Newton nämlich macht, ist, glaube ich, noch nicht einmal der Blick des Mannes auf die Frau, sondern der stellt etwas dar, was man umschreiben kann mit Mythos Frau. Das sind keine Frauen, die man einfach nur so begehrt, weil sie einem unterlegen sind. Das sind Frauen, die eine unglaubliche Stärke in diesem inszenierten Bild ausstrahlen. Und diese Stärke kann durchaus auch bedrohlich sein. Und ich kann da Frauenverachtung nicht erkennen, sondern hinter jedem dieser inszenierten Momente steckt eigentlich eine Geschichte. Es sind fast Filmstills. Es sind Bilder aus einer Geschichte genommen, die viel mit der Stärke von Frauen zu tun hat, vielleicht auch viel mit den Abgründen von Frauen, von Menschen überhaupt. Aber in dem Falle geht es eben mehr um das Thema Frau. Und das ist der Mythos Weib, keine Weibchen. Helmut Newton hat tatsächlich für die Fotografie einen besonderen künstlerischen Akzent gefunden, weil er immer Vieldeutigkeit mit inszeniert. Also es ist eben nicht die Dokumentation, auch nicht bei der Modefotografie. Da kommt immer noch diese künstlerische Vieldeutigkeit in das Bild, mit der sich dann die Betrachterin, der Betrachter wirklich auseinandersetzen muss. Das ist eine herausfordernde Provokation zum Nachdenken. Das ist die Funktion von Kunst. Also für mich war Helmut Newton ein großer, selbstbewusster Charmeur, also ein Selbstdarsteller. Im Grunde hat er sich genauso inszeniert, wie er seine Fotos gedacht hat. Sehr charmant, sehr offen, sehr weltgewandt. Das ist schon eine imponierende Gestalt gewesen. Aber ich habe eben auch immer seine Frau neben ihm gesehen und ich fand die Kombination ganz besonders beeindruckend, weil sie wirkte so ein bisschen wie eine Erdung, wie ein zusätzliches Nachdenken über alles das, was er gemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, dass er das auch so empfindet. Er hat sie sehr achtungsvoll mit einbezogen. Sie war ja ebenfalls eine Künstlerin. Und das war eine Partnerschaft. Ich glaube, das war auch eine künstlerische Partnerschaft. Ich wünsche mir, dass nach dem 100. Geburtstag von Helmut Newton dieses Museum
weiter in großer Attraktivität für die Zuschauerinnen und Zuschauer, für die Besucher wirken kann. Und zwar dadurch wirken kann, dass es eben ein Museum des Sehens sein kann, was durch das Medium Fotografie die Wirklichkeitssicht vom Dokumentarischen bis zum Abstrakt-Künstlerischen zeigen kann und uns allen damit auch den Blick auf die eigene Wirklichkeit in völlig neuer Weise öffnen kann.